Maske ist bei mir jetzt nicht so nötig. Ich bin Joe, der Kaffeemann jetzt. Papa Joe. Bitte sehr. Okay. Ich poliere mir höchstens die Platte. Ich habe das immer bloß nebenbei gemacht. Ich dachte, naja, machst du mal mit, weil es immer ein bisschen Geld dafür gab. Und du machst ja als Selbstständiger vieles, damit du Geld verdienen kannst. Und dann irgendwann kam der Anruf. Ich glaube, das war Januar 2011. Und haben gesagt, jetzt kommen wir nach Berlin. Und dann wurden Verträge mir hingelegt und haben gesagt, pass auf, wir wollen dich jetzt hier buchen für 125 Folgen. Hast du Lust, da mitzumachen? Ich sage, ach du Scheiße. Und da habe ich mir gedacht, da ich immer so ein Spontanmensch früher war, dass ich gesagt habe, okay, du wolltest vieles in deinem Leben probieren. Also drehst du mal eine Serie. Und jetzt bin ich seitdem 8 Jahre dabei. Also Maike klingelte an der Tür. Ich machte ihr die Tür auf und sagte, wer bist du denn? Hi, ich bin Maike. Hi, Maike. Hi. Ich bin Jayla. Hallo, Jayla. Das war der erste Moment, ja. Das waren die ersten Worte, die ich gesagt habe. Ja. Setz dich hin. Danke, ey. Ihr habt eine richtig, richtig geile Bude, ohne Scheiß. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das wissen Kaffee, wir. Kaffee. Da bin ich aber damals davon ausgegangen, das wären diese 125 Folgen, die wir dann abdrehen im gewissen Zeitraum, das halbe Jahr, was mal gebucht war. Und danach gehe ich zurück in meine Heimat und mache meinen Job weiter. Die ersten Quoten waren bei 4,3 oder sowas oder 3,8 oder sowas, wo wir dachten, okay, nach 14 Tagen ist das Ding wieder zu Ende. Und dann ging das auf einmal Knall auf Fall nach oben. Also im September ging die Sendung los und im Dezember hatten wir 10% in der Quote erreicht. Und das war damals für RTL 2 für so ein Format Sensation. Was ich glaube, mittlerweile weiß ich es ja, dass es dieses Authentische ist, dass mit Leuten erzählt wird, die aus dem normalen Leben kommen, aber ein gewisses Talent mitbringen für die Darstellerei, dass man die gut in Szene setzt und die durch ihre echten Gefühle und Emotionen mit reinbringen. Und das Gepaarte von Spiel und Wirklichkeit wird dadurch besser rübergebracht. Da haust du dein eigenes Zeug mit rein, die eigenen Emotionen aus deinem Leben. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Ich würde nicht von Abheben sprechen, ich würde von Veränderungen sprechen. Manch einer kann nichts dafür, wie er sich verändert, weil das ist auch von außen die Einflüsse von Menschen, wie man hier auch im Mittelpunkt steht, dass man nach dem Job auch keine Freizeit hat, weil man draußen auf die Straße geht und wird erkannt. Wie geht man da um? Ich sehe es als halb so wild, ich sehe es immer noch mit einem Lächeln, wenn Fans auf mich zukommen, freue ich mich immer noch, weil es was Nettes ist. Solange jemand nett auf dich zukommt, komme ich auch gerne nett zurück. Aufgrund meiner Rolle glaube ich, habe ich da echt Glück gehabt, weil ich eher wirklich so behandelt werde auf der Straße, dass ich eher als Papa Joe gesehen werde und dass ich eher wirklich Nachrichten bekomme, oh, ich hätte auch gern so einen Papa oder du erinnerst mich an meinen Papa oder bist ein cooler Papa. Also eher sowas, dass ich für viele Leute so eine Vaterfigur oder so eine Kumpelfigur bin, weil ich wahrscheinlich auch keine 20 mehr bin. Und deswegen, ich habe manchmal aus Spaß gesagt, ich bin wahrscheinlich so wie die Mutter bei der Lindenstraße, werde ich zum Papa Joe hier bei Berlin Tag und Nacht so ungefähr. Da du mich heute Morgen in den höchsten Tönen gelobt hast und von dem Typen da erzählt hast, dass der besoffen seinen Lappen verloren hat, wollte ich nicht wie ein Depp dastehen. Hab's dir deswegen nicht gesagt. Das ist idiotisch, aber. Also meine Freundin hat immer zu mir gesagt, Lutz, ich habe keinen Menschen kennengelernt, der dich nicht leiden kann. Ich bin ein Mensch, der versucht immer alles so gechillt zu nehmen. Ich will das Leben genießen und ich möchte keinen Stress haben mit Menschen. Da gibt es zum Beispiel den Außendreh. Das ist mein Ehemann. Das ist mein. Dann können wir wohl anfangen. Das ist so wie ein bisschen wie Ferienlagerstimmung. Und da weiß ich noch, wie damals Barcelona-Dreh. Ich war krankgeschrieben. Das Team war aber schon vor Ort und mussten sozusagen auf mich warten. Und der Arzt hatte mir keine Genehmigung gegeben zum Fliegen. Weil ich, wie gesagt, so eine Erkältung hatte, wo er sagt, Fliegen ist jetzt nicht gut für dich, darfst du nicht.
Wir mussten aber den Dreh machen. Das heißt, die Woche über war das Team dort auf Warteschleife. Also haben die schon mal wie einen Urlaub bekommen über die Firma, weil sie eine Woche dort auf Warteschleife waren. Haben vielleicht 2, 3 Bilder gedreht. Ansonsten haben sie sich erholt. Und hab ich immer Nachrichten bekommen. Lutz, wie geht's dir? Auch vom ganzen Team aus Barcelona. Wie geht's dir? Kommst du noch? Und sowas alles. Dann hat Filmpool organisiert, dass ich dort mit dem Auto hingefahren werde. 2 Fahrer, die sich abgewechselt haben. Zwischenstopp in Frankreich mit Übernachtung weitergefahren. Dann sind wir dort nachts in Barcelona irgendwann angekommen. Da stand das ganze Team auf der Straße am Hotel, rechts und links. Rechts und links, wir sind mit dem Auto vorgefahren. Ich stieg aus und haben die Böller gezündet vorm Hotel, haben alles krachen lassen, mich mit Champagner und Sekt empfangen und haben gesagt, endlich bist du da. Jetzt kommen wir. Also das war zum Beispiel so ein richtiges geiles Ding, wo du gemerkt hast, da war ein Teamzusammenhalt da gewesen oder ist gewesen. Das war super. Es war eine echt tragische Sache. Auch bei uns am Set war da echt, gab es auch Tränen bei uns am Set. Auch wenn alle nicht jeden Tag Kontakt mit ihm hatten, aber es war ja trotzdem ein Kollege, der in unserer Firma, also ein Mitarbeiter auch von uns. Und man kannte sich ja durch Feiern oder durch andere Sachen oder mal durch Schreiben und sowas alles. Das war schon tragisch, weil er war ja auch noch nicht alt. Und mit seiner Frau zusammen, das hat man eh nie, sowas hört man nicht gerne. Ein Profi macht alles. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ein Profi macht alles. Und wenn jetzt zum Beispiel eine ganz neue ans Set kommt, es ist ja für den Neuen oder die Neue bald schwieriger als für dich. Du bist es ja gewöhnt. Du sagst, okay, du machst es jetzt, du bist Profi, aber die Neue zum Beispiel, die jetzt vielleicht 14 Tage dabei ist und hat gleich Knutschzähne mit dir. Da versuchst du, also ich bin zumindest so, dass ich dann hinstellst mit ihr und sag, pass auf, lass uns mal reden und noch mal kurz mal ein bisschen kommunizieren. Und fühlst du dich wohl, ist es dir angenehm, und wenn man ein Kaugummi vorher isst oder wenn man noch irgendeine Menthol zu sich nimmt, weißt du, dass du irgendwie die Umstände dann gemütlich versuchst herzustellen. Oder sagen wir mal so wie ein Mini-Speed-Dating. So auf eine ganz kurze Art und Weise. Ich muss jetzt rechnen, ich glaube, in den ganzen 8 Jahren bin ich einmal nackt durchs Bild gelaufen, nur von hinten. Mit dem entblößten Hintern. Aber sonst habe ich immer diese Nacktunterwäsche an. Nacktslips sind das, so die Hautfarben sind, weißt du? Diese bisschen einschneidend, aber. Du musst dann unbedingt zu uns zum Casting gehen, bei Berlin Tag und Nacht, also unten bei Filmpool. Und du selbst sein. Also ich glaube, das Wichtigste ist bei uns, Lust zu haben, dich vor der Kamera zu zeigen und einfach du selbst zu sein. Ich glaube, das ist das Erfolgsrezept überall. Womit man in jedem Job, wenn man, glaube ich, ehrlich ist, selbstsicher, sich gerne mal zeigt, aber authentisch ist, dass du damit überall gute Chancen hast. Weil alles andere wird früher oder später durchschaut. Und bringt dich nicht zum Erfolg. Ich war kurz davor, alles hinzuwerfen. Echt, ich war schon so gut wie weg. Aber ich kann von meinen Zweifeln und Fehlern echt ein Leben lang davonlaufen, aber nicht von meiner Liebe.